Franck Ribéry ließ sich seine Laune nicht vermiesen. Auch Robert Lewandowski schien nicht weiter groß enttäuscht zu sein. Und der neue Sportdirektor konnte trotz reichlicher Kritik sogar noch lachen. Nein, von einer Alarmstufe in München will Hasan Salihamidžić nichts wissen. Sie müssen sich um den FC Bayern nicht sorgen, weil wir haben einen sehr guten Kader, wir haben einen sehr guten Trainer und wir werden das schon sehr gut vorbereiten und werden wieder in alter Frische gute Spiele absolvieren, glauben Sie mir. Typischer Spruch eines Bayern-Verantwortlichen. Dabei ist die Lage nach 5 Pleiten in 6 Testspielen gewaltig angespannt. Es läuft alles andere als rund. Fehlt auf jeden Fall in allen Punkten ein bisschen, das muss man sagen. Ich glaube nicht, dass wir in irgendeinem Bereich schon da sind, wo wir sein wollen. Wie gesagt, es sind aber auch manchmal eben dann temporäre Sachen. Es waren dann auch irgendwo große individuelle Fehler. Es klingt immer sehr komisch, aber wir haben ja gestern zumindest 6 gute Minuten hingelegt. Carlo Ancelotti wirkt 2 Tage vor dem Supercup gegen Dortmund verunsichert. Der Druck wächst. Die schlechte Vorbereitung nagt an ihm. Er selbst spricht sich Mut zu. Es kann alles passieren. Du kannst gewinnen, verlieren. Wir sind wettbewerbsfähig, haben sehr gute Spieler eingekauft. Wir müssen die Vergangenheit vergessen und die Saison richtig anfangen. Und ich denke, dass wir am Samstag Gas geben werden und fit sind. Gut 2 Wochen vor Saisonstart wirft der Rekordmeister viele Fragen auf. Zudem hat Superstar James Rodriguez eine schwere Muskelverletzung erlitten und fällt länger aus. Mit der guten Laune könnte es schnell vorbei sein beim FC Bayern.